In unserer Rubrik Nerdwords, da klappern wir das Fachwissen in Sachen Gaming bei Otto-Normalmenschen ab. Das ist natürlich erwartungsgemäß nicht immer so groß, was für uns natürlich wiederum ein toller Spaß ist. Nicht böse sein, wenn wir euch ein bisschen verarscht haben, aber hier sind unsere Nerdwords. Ein kleiner Punkt, der am Bildschirm dargestellt wird. Gibt es viele Millionen von. Das hat eine Kamera. Sehr weit verbreitet. Pixel auflösen, ja. Auflösung. Voxel. Was von Voxel gehört. Voxel? Ist irgendwie so ein, ja, es soll so ein Mix sein aus Volumen, 3D, keine Ahnung. Das ist ja meistens mit den Computern und so die Bildpunkte, ne? Ist mir egal. Bildpunkte. Pixel, die kleinste visuelle Einheit. Bilder. Ein Pixel oder auch Bildpunkt bezeichnet das kleinste Bildelement bei digitalen Displays wie modernen Fernsehern oder natürlich Monitoren. Je mehr Bildpunkte ein Bild hat, desto schöner ist die Grafik, desto höher ist die sogenannte Auflösung des Bildes. Schauen wir uns den Mario an, da sehen wir hier noch sehr grobe Pixel. Das hier ist zum Beispiel ein Bildpunkt, ein Pixel und aus mehreren davon setzt sich der Kollege Mario zusammen. Früher war die Auflösung noch nicht so fein. Da hatte man zum Beispiel bei der PlayStation 1 eine PAL-Auflösung von 512 x 384 Bildpunkten. Heutzutage moderne Full-HD-Displays, die haben tatsächlich 1920 x 1080 Bildpunkte. Das ist schon eine ganze Menge. Künftig wird es mit 4K und Co. sicherlich noch weiter nach oben gehen. Man merke also, je höher die Auflösung, desto schöner die Optik. Und jetzt muss ich diesen scheiß Schnurrbart mal festhalten. Damit macht man Kanten glatt. Das hört sich an, als wäre das irgendwie aus einem Handwerk oder so ein Scheiß. Kantenglättung. Kantenglättung fällt mir jetzt nur vom Baubereich ein. Möbel reparieren, Kantenglätten, mit Bügeleisen. Oh mein Gott, was soll man denn zu Kantenglätten sagen? Das hört pervers an. Hat das mit Ski zu tun? Nee. Quatsch. Bügel. Nein. Kann man auch beim Bügeln gebrauchen. Wahrscheinlich auch Bildbearbeitung oder ja, so. Ja, würde ich auch sagen, wenn irgendwas abgestimmt wird. Etwas weich zeichnen oder so vielleicht irgendwie. Kantenglättung, das hat irgendwas auch mit 3D-Programmen zu tun, glaube ich. So? Weiß ich nicht, aber... Keine Ahnung. Unter Kantenglättung oder Anti-Aliasing, wie der Amerikaner sagen würde, versteht man eine Verminderung von unerwünschten grafischen Effekten, die durch niedrige Auflösungen kommen. Das heißt, je gröber die Auflösung, desto gröber sind auch diagonale Linien. Schauen wir uns das hier mal bei Mario schnell an. Das heißt, das hier sind sehr, sehr grobe Linien. Wenn wir jetzt hier so ein diagonales Ding durchziehen würden, dann würde das bei der Auflösung extrem scheiße aussehen. Gucken wir uns das mal hier an. Das ist nämlich der sogenannte Treppeneffekt, der durch niedrige Auflösung entsteht. Hier kann der Rabbit nur au, ei, ui, ei, ui, ausgesprochen schmerzhaft die Treppe runterfallen. Bei feineren Auflösungen, wie sie moderne Displays sowieso schon haben, ist es fast eine wunderbar glatte Linie. Da rutscht der Rayman juhu, einfach freudestrahlend hinab ins Glück. Früher war die Problematik von Aliasing, also von Treppchenbildung, größer. Da hatten nämlich die meisten Konsolen oder Displays noch keine so feine Auflösung. Heutzutage ist das Ganze nicht mehr ganz so dramatisch. Alpha, Beta. Muss irgendwas mit Winkeln zu tun haben. Vermutlich auch visuell irgendwie. Ja, Beta-Phase kenn ich aus Videospielen. Ja, wenn das nicht ausgereift ist. Das ist die Beta ist halt Testversion. Ja. Ja. Beta-Phase, oh Gott. Das weiß ich. Das ist zum Beispiel bei Spielen, wenn sie noch nicht ganz fertig sind, also wenn da noch so Fehler drin sind, das ist die Beta-Phase. Kann auch schon... Ist ein Junge zufällig? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Bei der Entwicklung von Spielen bezeichnet die sogenannte Beta-Phase eine Phase in der Entwicklung, wo das Spiel schon fast fertig ist. Zu diesem Zeitpunkt möchte der Entwickler durch Testspieler natürlich herausfinden, was kann man noch verbessern, welche Fehler kann man ausmerzen und startet die sogenannte Beta-Phase. Hier sind es dann manchmal ausgewählte Personenkreise, die testen dürfen oder auch öffentliche Beta-Phasen, wie sie in letzter Zeit immer häufiger vorkommen. Bei manchen Spielen hat man allerdings das Gefühl, dass es eine Beta-Phase überhaupt nie gegeben hat.